Hochwürden Herr Pfarrer. Auf seinem Grab wuchert schon lange grünes Gras, wenn es nicht der Schnee deckt im Winter oder eine pietätvolle Hand am Allerseelentage den niederen Hügel mit schwarzer Erde bestreut. Und wenn der Junge unter ihren Händen schrie, tätschelte sie ihm lächelnd die dicken, runden Schenkelchen. Schrei nur zu, kleiner Herr. Da kriegst grad das richtige Lüngerl zum Predigen. Gesprochen hatte, schloss er das Buch und blickte lange Sekunden stumm und mit nassen Augen auf den schwarzen Sarg, bis er endlich mit gedrückter Stimme zu reden begann. Siehst du das, Wölferl? Siehst du das? Wenn's du bei mir gesessen bist, hast allweil gemeint, du gehst einmal mit meiner Leiche und schaust mir in die Gruben. Und jetzt geh ich mit deiner Leiche und schau dir in die Gruben. Ja, ihr Freunde und Trauernden, blicket her auf diesen Sarg, der ein furchtbares Sinnbild der irdischen Welt. Der Kuss, der redet einem ja ans Gewissen, dass einem Tor aufstehen, vor Schauder und Sündenreich. Das war, so habe ich noch nie gehört mit Predigen hier. Hochwürden, Herr Pfarrer, ich hätte schon ein rechtes Anliegen am Herzen. Raus damit, Everl. Schauen Sie halt, seit mein lieber Vater im Grab liegt, geht's mir alleweil schon nach, dass er bloß so ein armseliges Holzkreizel über ihm stecken hat. Da Sepp gewahrte, wie langsam das vonstatten ging, schlug er an den Giebelfenstern die Scheiben ein und riss mit einer durch die Notlage gesteigerten Kraft die Kreuzstöcke aus den Mauerluken, um dem Hausgerät einen mehrfachen Ausweg zu schaffen. Sepp vernahm den Warnungsschrei. Herr Pfarrer! Er hörte ein Prasseln über seinem Haupte, blickte auf.